So, willkommen zurück hier bei Fallout New Vegas. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Wow, und bringen uns um. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Ich muss mal kurz aufs Radar gucken, Leute. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe mir die Aufnahme vom letzten Mal angeguckt und... Okay. Vorstandssuiten und das ist Elijah. Nee, gut. Dann töten wir den halt. Soll mir auch egal sein. Dachtest du wirklich, du könntest mich bestehlen? Das Sierra Madre. Hab keine Zeit dafür. Die anderen nicht abschalten. Er hat den Zugriff gekappt. Verdammt. Machen Sie ihn kalt, egal wie. Wie soll ich die bitte kaputt bekommen? Ja, wir könnten uns eine andere Waffe holen, Leute, aber ich bin nicht bereit, meine Goldbarren wegzugeben. Fangen wir gar nicht erst an. Alter. Hallo Vater Elijah, hab was für dich. Alter! Treffe ihn da, wo es weh tut, ja bitte. Der hat ein verdammtes Gaussgewehr, wie ich das sehe. Warum bin ich überladen? Och komm schon, warum bin ich überladen? Es hat doch alles so gut gepasst. Och man, was soll das denn jetzt? Das bringt mich gerade total durcheinander. So. Ja, wobei. Aua. Alter. Okay. Der macht uns Probleme. Vater Elijah, willst du wissen? Aua. Nailed it. Was ist hier los? Ich will das Gaussgewehr haben. Wir sind überladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich soll hier lang laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich mal, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles geht in die Luft. Oh mein Gott. Lauf. Gott, was war das denn?
Boah, Junge, war das knapp. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. Entschuldigung, aber das war gerade krass. Medizin machen wir auf 70, so. Ich guck mal kurz, ob hier irgendwas Neues reingeploppt ist. Ihre Präzision mit Schrot? Nee. Wir machen mal intensives Training, oder? Ein Strahlen reflektiert von der Spielwaffe ihrer Rüstung. Durch das Tragen von Bedingungen mit Metallrüstung erhöht sich ihre Schadensschwelle gegenüber Energiewaffen. Nee. Doch, doch, doch. Wir werden ja die Ranger-Rüstung wieder tragen. Der Boss. Sind jetzt wieder Mitglied der Stählernen Bruderschaft gekleidet? Hm. Vater Elijah, der Bruderschaftsangehörige. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin, wenn ich mal fragen darf? Hä? Bestimmt zurück ins Sierra Madre, oder? Würde ich mal so behaupten. Ich weiß es ja nicht genau. Habt ihr das Piepsen gehört? Wir sind fast in die Luft geflogen, ey. Meine Ich Güte. empfange Interferenzen wie bei der Villa. Auf der Etage gibt es Lautsprecher und Radios. Halten Sie die Ohren auf und die Wände im Blick. Die ist weg. In die Vault komme ich nicht mehr. Ja, wie komme ich jetzt bitte hier weg? Hä? Ist immer wieder sehr, sehr interessant hier. Kommt mir gerade vor wie ein Bug, dass ich nicht woanders geladen wurde, als einfach hier. Hä? Ah, ist das da der Ausgang oder was? Ah, ins Mojave-Ödland reisen. Dieser Pfad führt zurück zum Mojave-Ödland. Sind Sie sicher, dass Sie hier, dass Sie nie wieder hierher zurückkehren können? Sind Sie sicher, dass Sie gehen wollen? Zurück zum Mojave-Ödland, ja. Die Überlebenden des Sierra Madre überlegten, sich am Brunnen zu treffen und auf den Kurier zu warten. Am Ende beunruhigte sie die Stille der Halsbänder. Und die Angst vor gegenseitigen Übergriffen ließ sie zögern. Der Abschied blieb unausgesprochen. Die Radionachricht am Brunnen gab ihnen den Rest. Und ein weiterer Abschied musste nicht sein, bei all dem Leid, das sie erfahren hatten. Doc vergaß sich selbst, ebenso wie die Stimme, die in ihm wütete. Nachdem sie fort waren, sprach eine neue Stimme aus der Hülle des Mutanten. Es fiel der Stimme schwer, sich an die zwei zu erinnern, die sie einst gewesen war. Da gab es Doc, der von seinem Hunger verschlungen worden war, und den anderen, den Umgekehrten,
der von seinem Drang nach Beherrschung verschlungen worden war. Beide wurden davon getrieben, dass sie den anderen brauchten. Doch der Kurier brachte sie irgendwie zusammen, ließ zwei zu einem verschmelzen. Was im Sierra Madre geschehen war, wurde für diese neue Persönlichkeit zu einer blassen Erinnerung, wie ein Flackern in den Wolken ihres Geistes. Die neue Stimme dachte nicht mehr an den Kurier, bis sie von der Schlacht in der Kluft hörte. Eine Schlacht zwischen den Kurieren, unter aufgerissenen Himmeln und der alte Weltflagge. Und jeder trug eine Nachricht für den anderen. Und der Mutant betete, dass der Kurier, der ihn einst gerettet hatte, nun auch gerettet worden war. Dean Domino, Entertainer, Sänger, Dieb, erkundete das Sierra Madre, bald nachdem ihn der Kurier gerettet hatte. Nachdem er das Theater verlassen hatte, erkannte ihn das Sierra Madre als Gast. Und viele Türen öffneten sich. Es war eben für die Ewigkeit gebaut. Während seiner Suche fand er die letzte Aufzeichnung von Vera und Sinclair und erkannte, was in der Nacht der Bomben geschehen war. Einen Moment lang verspürte er eine seltsame Traurigkeit, wusste aber nicht warum. Er schüttelte sie ab und wandte sich in Gedanken dem Ort zu, aus dem der Kurier gekommen war. Vegas lag noch dort draußen in der Mojave. Was er dort sehen und hören würde. Und Casinos, die es zu knacken galt. Also zog er ein letztes Mal den Hut vor dem Sierra Madre und verließ die Wolke, um woanders neu zu beginnen. Nach Abschluss ihrer Mission fand Christine als Wächterin des Sierra Madre einen neuen Sinn. Schweigend bewachte sie es, aus freien Stücken. Im Lauf der Zeit betrachtete das Geistervolk sie als eines der Hologramme. Schweigend schaute es zu, wenn sie unter ihm wandelte. Ab und an dachte Christine an den Kurier, der ihren Hals aus Elijahs Griff gelöst hatte. Dieser Kurier erinnerte sie an den anderen, den sie in der großen Leere getroffen hatte. Und sie fragte sich, ob die beiden sich je begegnet waren. Sie dachte nicht mehr an die beiden, bis sie die Legenden aus der Kluft hörte. Die Kluft, in der die beiden Boten, die beiden Kuriere, unter einer uralten Flagge am Rande der Welt miteinander rangen. Du hast von Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Die Legende, die Flüche. Irgendeine Torheit, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegen würde. Eine Geisterstadt. Unter einer blutroten Wolke. Ein hell erstrahlendes Monument, das Schatzjäger ruft und in den Tod lockt. Eine Illusion. Ein Versprechen, dass man sein Schicksal ändern kann. Noch einmal von vorn beginnen. Es zu finden ist nicht das Problem, sondern das Loslassen. Man lässt los. Man lässt los. Es ist Loslassen. Man lässt los.